Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategie TV. Wir sind wieder hier bei uns live, live sind wir natürlich immer. Wir sind hier bei uns im Handelsraum und gerade eben haben wir wieder einen Trade gemacht. Wir haben eine Rollaktion gemacht, haben die besprochen und weil die wieder so interessant ist, will ich das hier gleich nochmal kurz in diesem Video erklären. Also, was ist die Situation? Wir wissen ja, dass immer, wenn eine Option unter Bedrängnis gerät, dass wir sehr gerne rollen. Und bei diesen ganzen Rollen kann man ja verschiedene Wege machen. Und einer der Wege, den man ja macht, ist, man kauft sich mehr Zeitwert. Das heißt also, man rollt diese Option in eine Laufzeit, die länger ist als die bisherige Laufzeit. Also, klassisches Beispiel, ich habe einen Put. Und der Preis geht jetzt irgendwie nach unten, läuft ein bisschen gegen mich. Ich finde die grundsätzliche Idee aber immer noch intakt. Dann gibt es halt dieses sogenannte Roll-Down, Roll-Over. Das heißt einmal Roll-Down, also nach unten, und dann Roll-Over nach hinten. Und du schreibst einfach einen Put in einer längeren Laufzeit. So, das hatten wir jetzt unter anderem auch gemacht im britischen Pfund vor einigen Wochen. Da hatten wir ursprünglich eine bullische Idee, dann kam das britische Pfund unter Druck. Wir mussten unsere Puts, die wir ursprünglich hatten, nach unten rollen und nach hinten und haben dann gleichzeitig noch Calls dagegen gesetzt. Jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt sind diese Puts hier, also wir waren hier minus Puts, die Short Puts, die sind jetzt zurückgekauft worden. Das heißt also, es hat sich gelohnt, das Rollen. Der Gewinn konnte jetzt hier realisiert werden. Was hier noch nicht gelungen ist, ist uns jetzt hier gelungen. Und jetzt ist aber mittlerweile die Situation so, dass wir sagen, wir haben jetzt hier oben hier einen Call. Mittlerweile ist der Preis wieder etwas nach oben gelaufen. Und insgesamt hat sich durch die ganze Beachtung oder Betrachtung des Marktes gezeigt, dass ein Put, den jetzt im Markt zu haben, gar keine schlechte Idee wäre. Und jetzt könnten wir natürlich hergehen und könnten sagen, okay, wir schreiben einfach einen neuen Put. Und die meisten würden jetzt sagen, okay, wir schreiben einen neuen Put wieder hier in dem Monat und zwar einfach ein bisschen höher. Also dass man zum Beispiel sagt, ich suche mal hier wieder ein Delta 10 heraus und schreibe eben jetzt beispielsweise in dem Monat, wo wir mal ursprünglich hingerollt hatten, schreiben wir jetzt wieder einen Put. Wir haben uns das Ganze jetzt aber mal angeschaut und haben gemerkt, Mensch, eigentlich wäre es auch ziemlich clever, wenn wir in dem ursprünglichen Monat wieder eine Option schreiben würden. Also, wir haben, um es konkret mal an Zahlen zu machen, in dem alten Kontrakt oder in der alten Laufzeit, die wir zuerst hatten, jetzt ungefähr noch 60 Tage Laufzeit und in den neuen haben wir 90 Tage Restlaufzeit. Unser Call, den wir hier oben noch haben, der hat auch ungefähr noch 60 Tage Restlaufzeit. Und jetzt können wir Folgendes machen, oder beziehungsweise haben wir gemacht. Wir haben eben jetzt nicht, das hier ist übrigens der Mai, und das ist der Juni. So, und jetzt sind wir eben nicht hergegangen und haben gesagt, jetzt schreiben wir im Juni wieder einen Put, sondern wir sind jetzt hergegangen, ich mache es mal mit einer anderen Farbe, damit man es erkennt, wir haben jetzt nochmal einen höheren Put im Mai geschrieben. Also wir sind jetzt hergegangen und haben gesagt, okay, obwohl dieser ursprünglich im Juni war, der jetzt mit Gewinn zurückgekauft werden konnte, schreiben wir jetzt wieder eine Mai-Option. Damit haben wir wieder einen Strangle, der auf beiden Seiten die gleiche Laufzeit hat. Also sowohl der Call auf der Oberseite als auch der Put auf der Unterseite. Von den Prämien her ist der hier noch relativ okay, also das passt. Natürlich hätten wir hier jetzt schon mehr Geld bekommen, aber warum schreiben wir den jetzt hier im Mai und nicht im Juni? Und der Grund ist einfach der, dass wir immer davon ausgehen, wir müssen ja diesen Trade eventuell noch einmal adjustieren. Ne? Also, dass er nochmal gegen uns läuft. Und wenn wir jetzt den hier schon im Juni gemacht hätten und wir müssten den adjustieren, wenn also der Preis beispielsweise wieder nach unten drehen würde, was müssen wir dann wieder machen? Das gleiche, was wir hier gemacht haben ursprünglich, nämlich Roll Down, Roll Over. So, jetzt ist es allerdings so, dass momentan die Juli-August-Optionen noch nicht so sehr liquide sind. Erst die September-Optionen werden wieder liquide.
Das würde aber auch gleich bedeuten, wir würden hier von der Laufzeit von 90 auf ungefähr 180 Tage rollen. Und das gefällt uns nicht so richtig. Das ist uns zu lang. Und aus dem Grunde gehen wir also jetzt wieder in die kürzere Laufzeit zurück, schreiben einen neuen Put, gehen natürlich davon aus, dass der Preis nach oben läuft. Aber selbst wenn er das nicht macht, haben wir jetzt wieder die Möglichkeit, nach unten und nach hinten zu rollen und sind dann wieder im Juni und sind dann einfach jetzt damit viel flexibler, als wenn wir gleich im Juni starten würden. Das heißt also, bei diesem ganzen Rollen sollte man sich immer anschauen, wo kann man das am sinnvollsten machen und sollte eben nicht unbedingt sagen, ah, ich habe es jetzt einmal im Juni gemacht und jetzt muss ich den nächsten wieder im Juni aufsetzen. Warum? Immer schauen, dass man sagt, wo bleibe ich flexibel? Klar, wenn der jetzt hier bloß noch 20 Tage Restlaufzeit hätte, dann würde man es nicht machen. Aber mit nahezu 60 Tagen Restlaufzeit ist es überhaupt kein Problem zu sagen, ich setze den hier nochmal im Mai auf, damit ich dann, wenn es denn sein müsste, in den Juni rollen könnte. Genauso wie wir damals hier diesen Call eben im Mai gemacht haben, weil, was kann natürlich passieren, wenn jetzt der Preis hier weiter nach oben geht, kann es ja noch sein, dass dieser Call nochmal ins Bedrängnis gerät und dann könnten wir den auch noch in den Juni rollen. Hätten wir ihn gleich im Juni gemacht, wären uns ein bisschen die Hände gebunden. Es ist also ganz wichtig, dass wenn ihr rollt, wenn ihr Adjustierungen macht, dass ihr euch immer überlegt, die Adjustierung soll euch helfen, euren ursprünglichen Verlust zu verringern. Es geht nicht darum, mehr Gewinn zu machen. Wir wissen ja, wir rollen, wir adjustieren im Optionsverkauf immer nur, um unsere Verluste zu verringern, weil das eben auf lange Sicht für einen Optionsverkäufer enorm die Performance erhöht. So, und dann müssen wir eben darauf achten, dass wir mit unseren ganzen Adjustierungen flexibel bleiben. Also, dass wir sagen, haben wir die Möglichkeit, in den nächsten Monat zu rollen? Können wir nach unten rollen? Können wir nach oben rollen? Und deswegen müsst ihr immer so ein bisschen einen Blick darauf haben, wie liquide sind denn die Optionen im nächsten Monat? Und da gibt es eben so einige Märkte, wie beispielsweise Crude Oil, da könnt ihr in jedem Monat rollen. Da spielt es überhaupt keine Rolle, weil da sind die ganzen nächsten 4, 5, 6 Monate alle sehr liquide handelbar. Es gibt aber eben auch andere Optionen, zum Beispiel eben hier auf die Währungen oder zum Beispiel auch auf die Bonds, wo man immer schauen muss, ist dann der nächste, der übernächste, der überübernächste überhaupt liquide? Und falls man da so ein bisschen Bedenken hat, dann lieber eine etwas kürzere Laufzeit haben, nur um die Option zu haben, nochmal rollen zu können, wenn es denn notwendig ist. Das war's hier aus dem Handelssaal. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.